Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Golden Sun, die vergessene Epoche. Könnte die letzte Folge sein, die ich dieses Jahr aufnehme, hier 2020. Wir sind gerade der 30. Morgen werde ich noch das Preview-Video zu 2021 aufnehmen und wahrscheinlich noch einen Tales of Phantasia-Part. Aber wahrscheinlich kein. Vielleicht noch einen Golden Sun-Part, wer weiß. Aber ist es sehr unwahrscheinlich, dass von Golden Sun danach was kommt. Sind die auch wachen oder. Anscheinend nicht. Ich würde hier öfter mal Safe-States machen. Ja, Gegner. Ja, stimmt, mein Lieblingsattentäter. Und ein paar Elfen. Ja, passen doch gut zusammen. Nee, Alter, habe ich am Ende des letzten Parts. War ich echt zu dumm zum Scheißen irgendwie. Ne, bei diesem Hund. Ich hätte auch die ganze Zeit Safe-States nutzen können, ne? Also ist dann schon meine Schuld gewesen. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich entweder hier geradeaus oder runter. Ich muss runter. Ja, okay, da werde ich wahrscheinlich das letzte Teammitglied brauchen. Ich habe auch nicht diesen Regen-Stings vergessen, den man in der ersten Stadt bekommt. Dafür braucht man aber das Eis. Hier Regenschauer. Wer weiß, vielleicht gibt es hier wieder irgendwelche Tornados, die wir das benutzen müssen. Ich glaube, das ist nicht allzu gut, dass wir jetzt hier gerade rausgehen. Deswegen gehe ich mal wieder hoch. Ja, okay, die sind schnell besiegt, die Viecher. Und geben auch relativ gute EP. Oder? Ja, doch. 228 ist eigentlich relativ gut. Und okay, Cosma kriegt als nächstes ein Level ab. Nein, nicht Beben. Erdbeben, Flammenwand und Sturmblitz. Ja, die geben halt echt gut EP. Okay, an dem komme ich wahrscheinlich jetzt noch nicht dran. Gut, dass ich ein Safe-State voll gemacht habe. Alter, jetzt mal no joke, wie geht's weiter? Hätte ich nicht die Höhle gehen dürfen, ist die nur für den Djinn. Ich nehme mal sehr stark an, dass die nur für den Djinn war. Okay, in Donkey Kong und zwei Assassine. Hier, Attentäter. Ich komme auf den Namen halt immer noch nicht klar, dass sie einfach Attentäter heißen. Hast also du Gegner geben mir gut EP. Also entweder sind wir underleveled oder die geben halt wirklich gut EP. Ich denke aber, wir sind einfach nur gut, was das Level angeht. Komm, jetzt gehen wir all out. Die Donkey Kongs sind besiegt. Ohne Scheiß, da kämpfe ich lieber gegen zwei Elfen als gegen zwei Donkey Kongs. Die habe ich schneller besiegt und die geben mehr EP. Ich feiere einfach diese Gegner einfach nur wegen dem Namen. Einfach nur Attentäter. Wie sind die damit durchgekommen bei Nintendo? Nehmen noch safe irgendein Gegengift.
Ja, hier Gegengift. Einer der seltenen Fälle, wo wir den nutzen. Haben wir, glaube ich, im ganzen ersten Teil nicht getan. Als ob ich den Dreckshund von da hinten. Ich habe das schon verstanden. Wir sind uns gleich wieder dort, wo man den Hund blockieren muss. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier ein Safe State gemacht. Das so kleiner, ich sag's nicht. Ich bin mich ein bisschen zurückhaltend mit solchen Wörtern. Das Gefühl, dass ich die zu oft sage in letzter Zeit. Ich hoffe, dass das jetzt nicht resettet wird, weil ich hier nachschaue. Geile Rauchbombe. Welche Synergy könnte ich dafür benutzen? Erdgezitter? Okay. Erdgezitter. Sie will das Spiel. Sperrt man den Hund ein? Oder man gibt ihm Knochen? Habe ich das richtig verstanden? Setze ich mal Geistleser ein. Nicht Enthüller. Geistleser. Knochen, meine Leibschweiße. Ich weiß nicht. Kann sein, dass wir dann vielleicht doch raus müssen. Aber würde ich sagen, wir sehen uns gleich dort wieder. Bis gleich. So, hier sind wir wieder offscreen. Hat hier Dings. Cosma Level abbekommen und Tornado erlernt. Ich würde jetzt sagen, wir suchen mal nach dem Ort, an dem wir hin müssen. Ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich hier raus müssen, weil da war nichts anderes. Okay, ein Wiffer. Küken. Diese. Sehen aus wie. Die sehen irgendwie aus wie so Beta-Pokémon aus Gen 2 irgendwie. Keine Ahnung. Oder Gen 1. Ich glaube, da war irgend so ein Käfer mit Boxhandschuhen oder so, ne? Okay, es wird dunkel. Das ist einfach mal ein Dorf. Die Bombo. Okay. Da, wo wir hin müssen. Wir können aktuell in kein Gebäude rein. Okay. Irgendeine Zeremonie. Wir suchen mal nach irgendwelchen besonders aussehenden Personen. Weil wir kommen ja offensichtlich in kein Gebäude hier rein.
Wegen der Zeremonie. Oder muss ich vielleicht eine Tür einsetzen? Nein. Ich komme da auf jeden Fall bestimmt irgendwie hoch. Ja. Ich habe das Adlerauge, Leute. Dann kommen wir wahrscheinlich dorthin. Ich komme da schon mal runter. Oh nein, ich habe schon von Zeremonien wie dieser gehört. Fremde Götzen sind immer so furchterregend. Ja, willkommen wieder, Wanderer. Wie kann ich euch dienen? Ach so. Und warum? Ah, ich sehe schon. Oder? Auf jeden Fall wäre ich sonst nicht hierher gekommen. Da muss es aber noch sowas. Ich bin schon stumm, ich kann einfach rüberspringen. Ich Idiot. Ich wollte gerade auch noch einem Seil suchen. Oh. Hier brauche ich noch jemanden. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn ich die Person noch nicht habe. Oder ich springe einfach aufs Dach. Das geht natürlich auch. Endlich ist die heilige Nacht gekommen. Er hat den Afro? Das ist anscheinend so Buddha oder so. Auf jeden Fall, das ist das, was sie geklaut haben. Ja, der hat wirklich einen Afro. Heute Nacht werde ich, Akafubo, zum neuen Medizinmann von Kibombo erhoben. Ihr alle, legt eure Herzen in die Gebete auf, dass ich heute erfolgreich sein werde. Aber krass, wie weit, also was für ein krass, also das Areal, das sie ja bewacht haben. Das war ja übelst weit weg vom Dorf eigentlich. Scheint, als hätte der Weiheritus begonnen. Ich bin mir nicht sicher, was geschehen wird, aber wir sollten uns beeilen, Felix. Ah, das ist ja schon unser Freund hier. Wer seid ihr? Wie lauten eure Absichten? Scheint, als hätte uns Aaron bereits vergessen, oder? Ich weiß, wir trafen Aaron, als er im Gefängnis saß. Komisch, er hatte ja nicht viele Besucher. Warte mal, ich kenne euch. Ihr seid die Reisenden, die nach mir gesucht haben, während ich im Gefängnis war. Dann also doch. Was macht ihr in diesem Ort? Diese Frage wollten wir eigentlich dir stellen. Wir waren besorgt um dich, Aaron, daher sind wir dir hierher gefolgt. Und deshalb seid ihr an diesen gefährlichen Ort gekommen? Was soll das denn heißen? Wir sind gekommen, um dir zu helfen, Aaron. Warum verhältst du dich so merkwürdig? Beantwortet mir eine Frage. Warum genau habe ich um euch. Wann genau habe ich euch um eure Hilfe gebeten? Ruhe! Vor allem, die könnten uns eigentlich sehen, ne? Wenn nun unser Juwel dem großen Gabomba darbieten. Ja, wahrscheinlich hat er dann mit seinem Eis da. Ist er darüber gekommen? Oh lol, das ist doch die Fähigkeit, die wir im finalen Dungeon bekommen haben in Golden 1, oder? Ich glaube schon. Oh, großer Gabomba. Bitte nimm unsere bescheidene Gabe an. Der ist jetzt doch Synergy ein, okay. Bitte, großer Gabomba, nimm dieses Juwel. Bei der Macht meiner Afro. Wie der die Augen aufgemacht hat. Das sieht irgendwie mega creepy aus. Seht doch, der große Gabomba hat das Licht des Juwels erblickt. Kein Bock. Warum, großer Gabomba? Eure Gebete waren zu schwach. Öffnet dem großen Gabomba eure Herzen. Singt euer Lob und tanzt für den großen Gabumba, bis eure Gebete in sein Herz dringen. Akafubo ist kein Medizinmann, er ist ein Adept. Um seinen schwarzen Ball zurückzubekommen, muss ich mich ihm vielleicht stellen. Vielleicht kommt es auch zum Kampf. Egal, was ich dafür tun muss, aber ich werde meinen schwarzen Ball zurückbekommen. Es hat keinen Sinn, von hier aus kann ich Akafubo nicht erreichen. Das wird auch nicht funktionieren. Was soll ich nur tun? Ich komme nicht dorthin. Aaron hat ein Problem. Sollten wir ihm nicht vielleicht versuchen zu helfen? Ich hier verschiebe. Vielleicht können wir etwas mit diesem Stumpf anstellen.
Dann könnten wir auf die Rückseite von Gabomba gelanden. Müssen Aaron helfen, nicht wahr, Felix? Jo. Dann spring drauf. Was ist das, ein Baumstumpf? So, als kleines Anzeichen, dass wir hier geheilt werden. Einen Bosskampf kriegen werden. Was soll diese Sch Einstellung? Leute, ich kann die Farben verändern. So, dieses. Alter, das ist einfach Final Fantasy 7. Ich denke, wisst ihr was? Wir nehmen mal so ein Grün. Sieht eigentlich ganz nice aus. Was haben wir denn noch? Hexgeschwindigkeit schnell natürlich. Autoschlaf. Das war wahrscheinlich sowas wie Spielbänden oder so, ne? Ja, nee, danke. Oh ja, ist mal ganz nice, sowas Neues auszuprobieren und super. Erstmal ein AP. Ihr PP verschwendet. Das heißt überall anders. Diese Kraft, war das Synergy? Ja, ich wusste es. Ja, schon mit dem Gedankenleser, ne? Ich hätte es sofort erkennen müssen, ihr seid Adepten. Warte, bedeutet das, dass du auch? Digga, habt ihr das nicht damals gesehen im Gefängnis? Ja, mein Name ist Aaron. Auch ich bin ein Adept. Um ehrlich zu sein, in Lemuria ist jeder ein Adept. Nicht nur ich. Was ist Lemuria? Lemuria ist eine Insel, die inmitten der östlichen See. Warte, ist das nicht die, die hier Isaac und so suchen wollten für. Oh, wie hieß der nochmal? Für den einen Typen mit dem Unsterblichkeitssaft da, ne? Oder? Das ist doch die Insel. Sekunde mal, sagtest du Lemuria? Diesen Namen habe ich schon einmal gehört. Aber natürlich, es war bei Lord Barbie. Genau so hieß er. Er sprach oft von Lemuria. Er sagte, seine Zivilisation wäre so weit entwickelt, dass wir uns nicht annähernd vorstellen könnten, wie es dort gewesen sein mag. Du hast recht, meine Heimat war und ist genauso, wie du sie eben beschrieben hast. Wer auch immer dir dies erzählt hat, muss viel über Lemuria wissen. Aber wenn es sich so weit im Zentrum des Ozeans befindet, wie kann dann jemand all dieses Wissen auf irgendwas haben? Ich habe es gerade nicht gelesen. Mann, bin ich dumm. Man kann die Insel nicht leicht erreichen. Und wir Lemurianer verlassen sie nur selten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand etwas über uns in Erfahrung bringen könnte. Es sei denn, einen Moment mal, Barbie. Diesen Namen habe ich schon einmal gehört. Nun tja, jeder kennt Lord Barbie. Er ist der Herrscher über Tolbi. Von Tolbi habe ich noch nie gehört. Bis vor kurzem habe ich meine Heimat Lemuria noch nie verlassen. Aaron, treibst du irgendwelche Spielchen mit uns? Sei nicht dumm, was hätte ich davon, euch zu belügen? Alles, was ich gesagt habe, meinte ich durchaus ernst. Aaron treibt keine Spielchen, Jenna. Du kannst ihm vertrauen. Danke, dass ihr mir Glauben schenkt, ehrenwerter Weiser. Bitte nenn mich doch Crayden, Aaron von Lemuria. Und ich bin derjenige, der dir zu Dank verpflichtet ist. Du siehst etwas verwirrt aus, Felix. Fragst dich sicher, worüber ich spreche, oder? Ja. Hätte ich mir auch so denken können. Wenn es wahr ist, was Bambi mir erzählt hat, dann ist Lemuria alles, was von einer einst großartigen Zivilisation übrig geblieben ist. Euer Freund hat recht. Der eigentliche Grund, warum ich nach Valus geschickt wurde, ist eng mit meiner eigenen Unfähigkeit verbunden, Lemuria zu finden. Das verstehe ich nicht. Was gab es denn in Valle, was in Verbindung zu Lemuria stehen könnte? Barbie glaubte, dass nur noch in Lemuria die Macht der Alchemie noch frei und ungebunden wäre. Lord Barbie war auf die Alchemie Lemurias angewiesen. Doch trotz unserer Bemühungen konnten wir die verlorene Stadt nicht finden. Da wir die Stadt nicht ausfindig machen konnten, entsandte mich Lord Barbie, damit ich selbst das Geheimnis der Alchemie lüften konnte. Ach ja, Barbie, wenn ich mich recht erinnere, kam vor langer Zeit ein Mann dieses Namens nach Lemuria. Er stahl eines unserer Schiffe und floh von der Insel. Ja, das muss er in der Tat derselbe Lord Barbie sein, der jetzt über das Volk von Tolbi herrscht oder so. Jetzt bin ich noch verwirrter als zuvor. Mir tut schon der Kopf weh. Wenn Barbie wirklich ein Schiff von diesem Volk gestohlen hat, warum versucht er dann um jeden Preis, die Insel wiederzufinden? Ich kann nicht erwarten, dass du das verstehst, meine Liebe. Lord Barbys Gründe, Lemuria wiederzufinden, sind sehr komplex.
Aber wenn er Lemuria schon einmal gefunden hat, warum kehrt er dann nicht auf den gleichen Weg wieder dorthin zurück? Hat man Lemuria erst einmal verlassen, ist es sehr schwierig, es erneut zu entdecken. Selbst wenn man genau weiß, wo man danach zu suchen hat. Wahrscheinlich ist das irgendeine Insel, die sich bewegt oder so. Eine, die nie am selben Ort ist oder so, nehme ich mal an. Und warum? Die Gewässer rund um Lemuria sind in dichten, niemals enden wollenden Nebel gehüllt. Es ist sehr schwierig, dort ein Schiff zu navigieren. Ich erinnere mich, dass dort Bubby einst etwas Ähnliches erwähnt hat. Selbst wenn man Lemuria lokalisiert hat, bleibt immer noch das Hindernis, das der Nebel darstellt. Ich verstehe es nicht. Warum kann man nicht einfach geradewegs hindurchsegeln? Die Meeresströmungen rund um Lemuria sind schnell und sehr trügerisch. Nur wer in der Lage ist, ein lemurianisches Schiff zu steuern, kann die Reise sicher beenden. Aber Barbie hat doch ein solches Schiff von euch gestohlen, oder? Das bedeutet, dass er es auch steuern kann. Hast selbst gesagt, dass er es dazu benutzt hat, um von der Insel zu entkommen. Unglücklicherweise war Barbie der einzige von uns, der dieses Schiff steuern konnte. Ihr müsst wissen, dass unsere Schiffe nur von Adepten gelenkt werden können. Deswegen muss ich auch meinen schwarzen Ball zurückbekommen. Ich muss in der Lage sein, mein Schiff befehligen zu können. Weiter oben auf diesem Pfad mag vielleicht etwas zu finden sein. Also, lass uns gehen. Warte, Aaron. Wir wollen dir helfen, deinen Ball zurückzubekommen. Du hast die Absicht, mir zu helfen, Crayden? Es gibt viele Gründe, warum ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe. Einer davon ist, dass ich Lemuria mit eigenen Augen sehen möchte. Vorausgesetzt natürlich, dass du es mir auch gestattest. Ich bitte um die Erlaubnis, nach Lemuria reisen zu dürfen. Nebenbei, ich wusste bis gerade eben noch gar nicht, dass er und Bubby sich kennen, ne? Wenn es sich dabei um einen Wunsch handelt, den du im Namen Barbies aussprichst, kann ich das auf keinen Fall zulassen. Was aber, warum nicht? Barbie ist ein Dieb, er ist in Lemuria nicht gern gesehen. Nun, zum Teil ist es sehr wohl auch in Barbies Namen, aber es geht mir dabei natürlich um mich natürlich, ne? Ich möchte nach Lemuria, damit ich die wahre Macht der Alchemie erleben kann. Möchte Aaron helfen, damit er uns nach Lemuria bringt. Was meinst du, Felix? Machen wir es. Du bist dafür ausgezeichnet. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber ich verstehe, Aaron. Du bist dir nicht sicher, ob du uns nach Lemuria führen kannst. Können wir nicht später darüber diskutieren? Ja, natürlich. Lass uns jetzt nach Aarons Ball suchen. Aaron gehört zum Team. Endlich das vierte Teammitglied. Okay, wisst ihr was? Ich wollte ihm gerade mal jetzt mal die ganzen. Meine ganzen unnötigen Dings geben, aber natürlich kann ich ihm den einen noch nicht geben, schade. Es war mal wieder ein sehr langer Dialog. Weil ich bin froh, dass ich jetzt das vierte Teammitglied habe. Weil das ist so ein schönes Gefühl, das vierte Teammitglied zu haben. Der Weg ist tatsächlich weiter, als ich gedacht hätte. Eine Sackgasse. Man kann da auch nicht drüber springen. Aber das war der einzige Weg. Ist es nicht ein wenig eigenartig, dass der einzige Weg ni ins Nichts führt? Vielleicht eine Hülle oder so. Ich verstehe. So funktioniert das also. Hör zu, Felix. Grab hier. So, graben. Ich dachte mir schon, die sehen seltsam aus. Ich verstehe. Was ist das? Jemand hat hier etwas in der Erde vergraben. Und diese Statue. Nun, passt gut auf. Felix, versuche den Spalten hier einzusetzen. Solange es für mich keine TP verbraucht. Ja, ich glaube, es ist schon offensichtlich, wo das hinführt. Oh, was eine Überraschung. Das zeigt in die Mitte. Enthüller, nehme ich mal an, oder? Du dachtest dir was?
Diese Markierungen weisen auf einen Eingang in der Mitte der Verzierung hin. Du meinst, wir können ins Innere der Statue gelangen? An einer bestimmten Stelle ist das sicher möglich. Der Eingang befindet sich vermutlich unter diesem Stein. Ob das wohl der einzige war? Scheint so. Wenn das der einzige Eingang war, dann tun mir diese Leute leid, die diese Statue bauen mussten. Warum das denn? Wenn dies hier die einzige Öffnung ist, kann man ja die Luft gar nicht richtig zirkulieren. Während der Arbeit da drin muss es unerträglich heiß gewesen sein. Daran hatte ich nicht gedacht. Wir müssen uns diesen Bereich ganz genau ansehen, Felix. Jenna hat da ein interessantes Thema aufgebracht. Es ist nahezu unmöglich, ein so großes Bauwerk ohne die nötige Luftzufuhr zu erreichen. Vielleicht gibt es ganz in der Nähe noch einen Abzug. Und wenn dem so ist, dann gibt es dort vielleicht auch noch eine Leiter, über die wir ins Innere gelangen. Wir sollten zumindest mal nachsehen. Quaden, da scheint leider nichts in der Art vorhanden zu sein. Das haben wir uns gerade eben angesehen. Wenn es einen Abzug gibt, ist er vermutlich sehr alt, vielleicht sogar begraben. Genau wie diese Markierungen hier. Und wenn das der Fall ist, sollten wir noch mal ganz genau untersuchen. In Ordnung, Felix? Was ist hiermit? Okay, hier ist gar nichts. Oh, wo könnte ich denn jetzt noch spalten, Leute? Ja, aber irgendwie ist das schon geil irgendwie mit der neuen Farbe, ne? Ich meine, Rot wäre irgendwie viel zu grell, ne? Kabomba-Statue. Ich meine, Leute, aber bitte keinen Bosskampf, okay? Nice, Alter. So 3D-mäßig irgendwie. Gab es da schon mal einen Golden Sun vorher? Zumindest im ersten Teil nicht, glaube ich. Und auch vorher im zweiten Teil nicht. Also so Pseudo-3D-mäßige Sachen. Die sehen irgendwie immer mega weird aus auf solchen Geräten, ne? Aber irgendwie hat das was, ne? Hier diese, ja, Pseudo-3D-Sachen. Ja, aber schon irgendwie geil, die neue Farbe. Excelsior. Die Attacke kenne ich ja noch gar nicht. Ich hab's lieber, wenn die Unique-Attacken haben, statt irgendwelche Kopien der Golden Sun 1-Charaktere vom Moveset her. Ne, ich schaue da auf euch, Felix und Cosma, die literally 1 zu 1 dasselbe Moveset haben, irgendwie. So wirklich. Die haben halt wirklich 1 zu 1 dasselbe Moveset. Bei Jen entwickelst du ein paar neue Attacken. Und du auch. Ich sehe schon, das ist ein kleines Labyrinth hier. Dachte man wirklich, das wäre nötig beim Bau dieser Stadt. Ach du kleiner. Der Mimik. Sonst ist, glaube ich, immer noch eine relativ starke Attacke. Ich hoffe nebenbei, dass wir bald mal eine stärkere Version von Plasma bekommen. Weil Plasma kann ich jetzt auch nicht auf ewig nutzen. Folge ich jetzt Plasma ein, obwohl ich eigentlich eine stärkere Attacke einsetzen sollte. Ich müsste echt so langsam mal nach ein paar Gins suchen. Einfach nur, damit ich hier nicht so aufgeschmissen. Also, damit ich Aaron endlich meine ganzen Merkur-Gins geben kann. Weil ganz ehrlich, das geht mir so langsam auf den Sack, dass ich die den anderen geben muss. Aus den verschiedensten Gründen. Und ganz ehrlich, ich denke, das wird auch der letzte Kampf in diesem Part sein. Oh, okay. 400 P haben sich gelohnt. Noch ein Kämpfer, Zombie-Schwert.
Ey, ohne Scheiß. Ich hoffe, wir werden noch auf die Golden Sun 1 Charaktere treffen. Knochenband. Ich denke, wir werden vor. Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir gehen noch zur Treppe, zur Leiter und beenden dann den Part. Wir müssen nicht jeden Kampf antreten. Nebenbei wälzt der wieder Daron. Okay, ungefähr auf unserem Level. Das ist nice. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Part. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter und werden wahrscheinlich gegen den Afro-Typen kämpfen. Ne? Bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss. Süß.